Hey Leute, in den letzten Wochen hatte ich eine ganz schön volle Tasche, denn ich habe 6 Smartphones mit mir rumgetragen. Die besten 6 Smartphones, wenn es um Kameras geht. Denn heute kommt der ultimative Kameravergleich. iPhone X, Google Pixel 2, Note 8, Xperia XZ Premium, Mate 10 Pro und OnePlus 5T und sogar das LG V30. Alle habe ich miteinander verglichen und pro Runde in diesem Turnier wird immer ein Smartphone ausscheiden. Ich vergleiche vor allem Bildschärfe, Farben, Weißabgleich, Dynamik und all diese Aspekte. Der manuelle Modus ist verboten und alles wurde nach dem Prinzip Smartphone raus, aufs Motiv halten und abdrücken gemacht. Also wirklich so simpel wie möglich. Ihr könnt selbst entscheiden, aber ich werde natürlich auch meine Meinung mit einbringen, was ich finde, was das beste Bild ist. Den Start macht mein Lieblingsburger in Offenburg und das LG V30, was ich nur für 2 Bilder haben konnte. Aus meiner Erfahrung weiß ich allerdings, dass dieses Smartphone nicht ganz mit den anderen mithalten kann, aber es hat eine sehr coole Weitwinkelkamera, deswegen wollte ich es euch unbedingt noch zeigen. Hier ist das Foto vom iPhone und ich finde es ehrlich gesagt nicht sehr gut. Der Burger sieht nicht super lecker aus. Beim Huawei Mate 10 Pro sieht der Kontrast irgendwie eigenartig aus. Beim Note 8 finde ich das Bild sehr angenehm. Das Ganze sieht sehr lecker aus. Das OnePlus 5T macht auch einen sehr guten Job. Das Pixel 2 XL sorgt für eine gute Balance im Bild. Und das Xperia XZ Premium macht ein sehr angenehm helles Bild. Also es hat mich auch positiv überrascht, obwohl es ein bisschen unscharf scheint. Selfies sind für manche natürlich auch sehr wichtig und beim V30 ist die Selfie-Kamera leider nicht sehr gut. Hier hatte ich jetzt noch angenehmes Licht, aber auch jetzt merkt man schon den Schärfeverlust, weil einfach eine sehr niedrige Megapixelzahl nur vorhanden ist. Das iPhone X sieht deutlich schärfer aus, aber ich finde die Bilder irgendwie eigenartig im iPhone und zu wenig weitwinklig. Da ist das Mate 10 Pro sehr viel besser, aber zu geglättet und nein, man kann das nicht deaktivieren. Das Note 8 und OnePlus 5T machen die angenehmsten Fotos bei Selfies. Das Pixel 2 erscheint mir auch etwas zu scharf und das Xperia XZ Premium wiederum zu weich, aber schön weitwinklig. Dieses Bild sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, nur das Sony-Smartphone sticht irgendwie mit einem zu dunklen Bild heraus. Ich dachte mir, gut, dann ist vielleicht der ISO-Wert und somit das Bildrauschen niedrig, aber nein, das ist nicht der Fall. Es rauscht sogar am meisten und wirkt etwas unscharf. Hat mich gewundert, weil es 19 Megapixel hat, im Gegensatz zu den anderen Smartphones, die hauptsächlich 12 Megapixel haben. Es hat noch eine letzte Chance, bevor es rausfliegt und beim nächsten Bild wurde eine sehr dunkle Lichtumgebung gewählt, doch alle Smartphones haben sie stark aufgehellt, weswegen das gar nicht so sehr auffällt. Das iPhone X macht einen guten Job, das Mate 10 Pro überhaupt gar nicht. Hier stimmen weder die Farben noch die Schärfe noch irgendwas, immerhin lag der Fokus richtig. Das Note 8 hält das Bild so sehr auf, dass man denkt, dass es am Tag wäre, dabei war es bei der Abenddämmerung. Sowohl das OnePlus 5T als auch Pixel 2 XL machen eher durchschnittliche Bilder und das Xperia XZ Premium war verwackelt, egal was ich gemacht habe. Und es sieht einfach nicht so gut aus, damit ist es raus. Dieser Test ist sehr anspruchsvoll für den Weißabgleich und das iPhone macht einen großartigen Job. Die Tomaten sehen richtig schön tomatig aus. Das Mate 10 Pro hat wieder mal diesen komischen Kontrast und irgendwie sind die Farben zu sehr magenta. Das Note 8 macht ein sehr neutrales, angenehmes Bild. Das OnePlus 5T liegt komplett falsch mit den Farben und das Pixel 2 sogar noch viel mehr. Also das ist wirklich ein unbrauchbares Bild, aber sobald man ein bisschen rauszoomt, bekommt das Pixel den Weißabgleich auch hin. Was dieses Foto noch kurz zeigen soll, ist, wie ähnlich die Kameras bei gutem Licht und bei simplen Motiven doch sind, obwohl so eine große Preisspanne dazwischen liegt. Zwischen 500 und 1200 Euro ist der optische Unterschied kaum zu sehen und gerade in Instagram und Snapchat wird das niemand bemerken. Zurück bei Selfies, die hier sind bei ziemlicher Dunkelheit entstanden. Das iPhone gefällt mir einfach gar nicht, das hat eine sehr alte Selfie-Kamera verbaut und das merkt man auch. Ich finde hier das Note 8 sehr hell, aber etwas zu hell, weswegen dann doch das Pixel 2 mein Favorit ist, das Bild ist einfach noch am schärfsten. Trotz einer guten Selfie-Kamera verlässt uns an dieser Stelle das Mate 10 Pro, weil es offensichtlich in den letzten Bildern nicht mit den anderen mithalten konnte. Dieses Foto zeigt wieder die Weißabgleich- und Schärfeunterschiede der Kameras. Das Note 8 wirkt für mich manchmal nicht so scharf wie die anderen, dafür bekommt es aber einen recht realistischen Weißabgleich hin, ebenso wie das Pixel. In diesem Licht werden alle Kameras nochmal so richtig ans Äußere getrieben und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Tatsächlich hat das OnePlus 5T erstaunlich lange durchgehalten, doch in schlechtem Licht fällt einfach auf, es kann nicht mit den teureren Smartphones mithalten. In diesem Bild seht ihr nochmal die Bildschärfe und auch eine Überbelichtung im Hintergrund mit dem Bokeh.
Das iPhone überbelichtet sehr gerne, das Note 8 macht allgemein sehr helle Bilder, aber überbelichtet nicht ganz so krass und das Pixel 2 XL überbelichtet fast gar nicht, wobei es auch noch sehr, sehr scharfe Bilder macht. Bei diesem Bild wird das nochmal sehr deutlich. Das iPhone X überbelichtet leicht den Topf, das Note 8 macht ein viel helleres, viel knalligeres Bild, was mir jetzt schon too much ist, überbelichtet aber nicht sehr viel mehr und das Pixel 2 XL überbelichtet fast gar nicht und hält sehr realistische Farben und eine hohe Dynamik aufrecht. Das gefällt mir. Es kann aber auch Nachteile haben. Wie man in diesen Fotos hier sieht, ist das Pixel 2 viel zu dunkel und somit das Note 8 die gesunde Mitte. Auch muss man sagen, ist hier der Weißabgleich einfach am besten beim Note 8. Alle diese Kameras haben noch einen Porträtmodus. Der vom iPhone hat sich deutlich verbessert zu früher. Auch hier wieder oben viel Überbelichtung, unten kann man den Igel gut sehen. Die Schärfe sitzt, die Kantenerkennung auch. Beim Note 8 weniger Überbelichtung, sehr aggressive Kantenerkennung, finde ich manchmal ein bisschen zu krass, aber man kann den Igel nicht mehr erkennen und beim Pixel wirklich überhaupt gar keine Überbelichtung und trotzdem kann man unten noch den Igel erkennen. Auch finde ich hier ist die Kantenerkennung am besten und das obwohl es keine Dual-Kamera hat und somit ist es mein Favorit. Jeder, der eins der heute genannten Smartphones hat, kann sich sehr, sehr glücklich schätzen, weil das wirklich alles tolle Kameras sind. Aber ihr habt den Gewinner gesehen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es die beste Kamera ist, muss aber auch sagen, dass ab einem gewissen Punkt einfach die persönliche Meinung, das subjektive Empfinden dafür, was ein gutes Foto ist, eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich umso gespannter, was beim Galaxy S9 oder Google Pixel 3 oder dem nächsten iPhone der Fall sein wird, wie die da noch bessere Fotos machen wollen. Das war der Test, ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir unten in die Kommentare euren Favoriten und dann bis bald, macht's gut. Ciao.